Herzlich willkommen zur Unterrichtseinheit 9 des Programmierkurs Java. Nach dem Durcharbeiten der vergangenen Unterrichtseinheiten haben Sie sicher auch schon mal vor dem Problem gestanden, dass Sie zwar die wesentlichen Konzepte und Konstrukte verstanden haben, aber wenn Sie dann im Hamster-Simulator mal versucht haben, ein Problem zu lösen, hatten Sie so überhaupt keine Intuition, welche dieser Konstrukte man denn nun einsetzen muss, um von dem gegebenen Problem zum Programm zu kommen. Genau um dieses Problem geht es in dieser Unterrichtseinheit 9. Wir werden in dieser Unterrichtseinheit 9 ein systematisches Vorgehen kennenlernen, wie man von einem gegebenen Problem zu einem lösenden Programm kommt.